Steckdose und Schutzkontakt in unter 10 Sekunden kostenlos auf Erdung testen. Hallo, hier ist Lai vom Earthing-Zentrum. Dafür verwenden wir etwas, was wirklich jeder irgendwo rumliegen hat. Ein elektronisches Feuerzeug. Um an die gewünschte Komponente zu gelangen, muss man den Metallrahmen mit Hilfe eines harten Objektes, zum Beispiel einer Gabel, öffnen. Jetzt kann man den Blitzgenerator entnehmen. Damit die Angelegenheit nicht zu hart wird, sollte man den Deckel aufbehalten. Jetzt die Stelle, wo der Blitz austritt, möglichst nah zum Schutz, also Erdungskontakt der Steckdose, positionieren, also in etwa 3 bis 5 mm Abstand, und abdrücken. Dabei ist es sehr wichtig, dass man isolierende Handschuhe ohne Löcher trägt. Am besten verwendet man neue Einweghandschuhe. Der Blitz tut zwar nicht wirklich weh, aber der menschliche Körper könnte als Stromkreis für den Blitz wirken und damit das Testergebnis verfälschen. Ist der Schutzkontakt angeschlossen, dann wird die Ladung in die Erde abgeleitet. Falls der Blitz etwas anderes, wie zum Beispiel sich selbst, trifft, dann ist die Steckdose nicht geerdet und ein anderer Weg ist für die Entladung vorteilhafter. Mit diesem Test kann man auch Erdungsstäbe, Erdungsschuhe und andere gut leitfähige Objekte auf Erdung überprüfen. Wenn dir das Video gefallen hat, dann lass den Daumen nach oben gehen und abonniere und klicke vor allem auf die Glocke, dann kannst du nicht nur das meiste aus deiner Earthing, sondern auch gesundheitlichen Erfahrungen ziehen. Und damit wünsche ich dir noch einen perfekten Tag.